Ist Diana bereit, unseren vorbereiteten Snack zu sich zu nehmen? Und verbergen sich dahinter Maden, Heuschrecken und Co.? Dazu später mehr. Bernhard Kaiser hat schon mal ein Insekt gegessen und hat's geschmeckt. Noch nicht recht viel. Ja. Aber war ein Erlebnis, ja? Ja? Ja, was immer das war, ich weiß nicht mehr genau. Heuschrecken, genau, Heuschrecken waren das. Ja. Im Rocks ist die 5-Jahres-Feier in vollem Gange. Und über das Dschungelcamp gibt's scheinbar viel zu sagen. Ja, mehr oder weniger. Ich meine, ab und zu schauen wir uns halt gerne das Dschungelcamp, aber wie gesagt, das ist halt oft ekliger. Also ich habe gehört, manche müssen ja vom Känguru Style essen, also das war nichts für mich, also das war zu viel für mich. Also ich würde erstmal überhaupt da gar nicht hingehen, weil Spinnen, Ochsen, Hoden ist nicht so meins. Das ist jetzt nicht gehabt, aber ich finde es lächerlich, die Dschungelprüfungen. Also ich habe mir das schon angeschaut, Moment. Und ja, das schafft glaube ich jeder. Schafft Diana unsere Dschungelprüfung? 3 Snacks gilt es zu verspeisen und das mit verbundenen Augen. Apfel, getrocknete Apfelscheiben. Schokolade! Was ist denn? Unser Snack war Diana wohl zu harmlos. Und wo sind jetzt die Maden? Hättest du Maden gegessen? Maden, alles was am Tisch hängt. Deine Gäste sind wirklich beinhart, gell? Gott sei Dank, das ist auch schön so, ja? Sie hätte sogar Maden gegessen. Oh mein Gott, okay. Für mich wäre das kein Thema, aber toll. Krone auf für Diana. Ja, es gibt sie wohl noch, die mutigen Heldinnen. Dafür bekommt sie nun von uns die volle Sternanzahl und darf sich nun Rocks Dschungelkönigin nennen.